Grüß euch. Habt ihr euch schon mal, ist euch schon mal aufgefallen, dass Milch oder auch Mehl weiß ist in der Farbe? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Das ist ja sehr interessant, das könnte ja auch schwarz sein, ist es aber nicht. Bei den Bohnen zum Beispiel gibt es ja auch schwarze Bohnen, es gibt auch schwarzen Reis, was ein Hinweis darauf wäre, dass es nicht gesund ist, sogar schädlich, es zu essen, weil die Farbe uns eben anzeigt, in den allermeisten Fällen, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, dass es nicht zuträglich ist oder eben sehr gesund. Und was wir verstehen müssen hier, ist, dass wir Wesen essen. Ja? Und bis jetzt hat sich kaum jemand um das Wesenhafte dieser Wesen gekümmert. Die Leute haben einfach gegessen, was ihnen geschmeckt hat, ohne darüber nachzudenken, ob dieses Wesen zuträglich ist für ihre Gesundheit oder ob das Wesen überhaupt gemacht ist für den menschlichen Verzehr. Da gibt es ein gutes Beispiel beim Kaffee zum Beispiel. Der Kaffee, diese Bohne, das wissen wir ja mittlerweile, ist sehr, sehr schädigend. Und interessanterweise, kurz bevor die Bohne kommt, hat die Kaffeestrauch, der Kaffeestrauch hat eine wunderschöne weiße Blüte, die absolut herrlich duftet und die einen extrem hohen Energiewert hat. Jetzt, unglücklicherweise, hat sich der Mensch die Kaffeebohne als Getränk und zum Verzehr ausgedacht, mit den entsprechenden verheerenden Folgen, wie wir gesehen haben, und das hochedle, die hochedle Kaffeeblüte, die fristet ein mickriges Dasein und kaum jemand weiß darüber Bescheid. Ich wollte euch das nur sagen, damit ihr mal darauf achtet, was die Farben für eine wesentliche Rolle spielen, auch eben von dem Wesen, das wir zu uns nehmen. Und dann kommt ja interessanterweise bei uns, in unserem Kulturkreis, kommt ja niemand auf die Idee, ein Raubtier zu essen oder einen Waschbären oder eine Katze oder einen Hund. Offensichtlich haben das die Menschen verstanden, dass das nicht zuträglich wäre für uns. Andere Kulturkreise sind da anders. Also es gibt Kulturen auf dieser Erde, die essen praktisch alles. Alles, was lebt, wird gegessen. Bei uns ist es anders, weil wir einfach aus Erfahrung wissen, es ist nicht zuträglich, wenn wir zum Beispiel eine Ratte essen oder einen Löwen. Und darum nehmen wir davon Abstand und essen dafür Tiere wie ein Reh, eine Ziege, ein Schaf oder eine Kuh. Das hat sich so über die Jahrtausende hat sich das etabliert. Und diese Zusammenhänge sind sehr interessant und ich finde, es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Es macht das Leben sehr interessant und das Leben ist hochkomplex und den Durchblick zu bewahren, braucht es sehr viel Weisheit und man muss sich gut auch einfühlen in die Natur. In diesem Sinne, für mehr Infos, wie immer, gesunddurchwissen.com und tschüss.